sind Sie bescheuert? Please, Mike. Nein! Bei einer Straßenblockade der letzten Generation am Montagmorgen in Berlin kam es erneut zu Handgreiflichkeiten. Videos zeigen, wie mehrere Autofahrer die Klimaaktivisten beschimpfen, sie teilweise von der Straße zerren. Eine Aktivistin, die dabei weggezogen wird, ruft lautstark: Hey, fassen Sie mich nicht an. Einem der Straßenblockierer fährt ein Autofahrer sogar über den Fuß, wie deutlich auf den Aufnahmen zu sehen ist. Ah! 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 Sind Sie bescheuert? Please, Mike. Nein! Die Berliner Polizei teilte am Montag auf Anfrage des RBB mit, man habe bislang keine Kenntnis zu dem Vorfall, es sei lediglich das Wegzerren der Klimaaktivisten gemeldet worden. Das Video, auf dem der Fuß eines Klimaaktivisten überrollt wird, werde geprüft, sobald es vorliege, voraussichtlich ab Dienstag. Ob und inwiefern auch gegen die Aktivisten selbst ermittelt wird, dazu gab es keine Stellungnahme. Am Montag hatten die Mitglieder der letzten Generation sich laut Polizei an mindestens 3 verschiedenen Stellen in Berlin auf der Straße festgeklebt, um den Verkehr aufzuhalten. In den sozialen Medien sind die Reaktionen auf den Protest geteilt. Für das Frühjahr 2023 hatte die letzte Generation zu Beginn des Jahres landesweite Proteste und Klebeaktionen angekündigt. Die Mitglieder fordern unter anderem ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket, ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und Null Emissionen in Deutschland bis 2030.